Hallo und herzlich willkommen hier zur letzten Folge vom WWE 2K20 King of the Ring Turnier. Das Frauen- und das Tag Team Finale haben wir beide schon gespielt. Ich verlinke euch beide Folgen hier oben nochmal. Und heute steht das große Finale vom Männerturnier an. Finn Balor gegen Samoa Joe wird das werden. Da habe ich jetzt echt richtig Bock drauf. Die dritte WWE Folge hintereinander jetzt schon. Das heißt, es wird in der kommenden Woche jetzt erstmal eine kleine Pause geben. Und dann geht es mit den WWE Folgen erst am kommenden Sonntag wieder weiter. Und dort gibt es dann einen Draft. Da freue ich mich auch schon drauf. Bevor wir reinstarten, würde ich sagen, schauen wir nochmal schnell auf das Turnier. Das seht ihr hier unten jetzt auch schon eingeblendet. Und zwar sind wir reingestartet hier links oben mit Roman Reigns, einem der Top-Favoriten auf jeden Fall. Der hat sich hier in der ersten Runde noch durchgesetzt. Baron Corbin hat überraschenderweise Keith Lee geschlagen und der schlägt dann tatsächlich auch noch. Und das war echt die Riesenüberraschung. Baron Corbin schlägt Roman Reigns und ist damit im Viertelfinale. Dann kommen hier Drew McIntyre und Finn Balor weiter. Das war eher weniger überraschend. Dort setzt sich dann Finn Balor durch und der schlägt dann auch Baron Corbin, der gerade vorhin noch Reigns, den WWE-Champion, geschlagen hat. Finn Balor also damit schon mal im Halbfinale. Und auf der unteren Seite hier Braun Strowman und Pete Dunne setzen sich hier zuerst durch. Strowman schlägt Pete Dunne, ist damit im Viertelfinale. Gargano schlägt Root. Und hier unten schlägt Dijakovic Tommaso Ciampa. Kleine Überraschung war das auch. Gargano schlägt dann aber Dijakovic und Gargano schlägt dann auch noch Braun Strowman und ist damit im Halbfinale. Und das war dann das Halbfinale, was wir gespielt haben. Finn Balor gegen Johnny Gargano und da hat sich natürlich Finn Balor durchgesetzt und deshalb steht er hier heute im Finale. Mit ihm werden wir das Finale heute spielen und auch hoffentlich gewinnen. Dann schauen wir uns doch schnell die rechte Seite an, die eigentlich die stärkere Seite war, aber da gab es doch einige Überraschungen, würde ich mal sagen. Und zwar haben wir direkt reingestartet mit Damian Priest, der einfach Aleister Black geschlagen hat. Damit im Achtelfinale war AJ Styles auch im Achtelfinale und der verliert dann allerdings wieder gegen Damian Priest, der damit ja nach Styles, auch nach Aleister Black auch noch Styles hier schlägt. Damit ja, Damian Priest schon mal im Viertelfinale. Bray Wyatt hat Andrade geschlagen, Velveteen Dream hat Seth Rollins geschlagen. Kleine Überraschung war das auch. Bray Wyatt schlägt dann aber den Dream und Damian Priest schlägt hier den nächsten, ja, richtig starken, und zwar haut er hier den Fiend raus nach Aleister Black, nach AJ Styles, schlägt Damian Priest einfach auch noch Bray Wyatt und damit war völlig überraschend Damian Priest einfach im Halbfinale. Auf der unteren Seite hier Walter und Adam Cole haben sich hier durchgesetzt und damit war das Duell hier, ja, der NXT Champion gegen den NXT Mr. Money in the Bank. Dort hat sich dann aber der NXT Mr. Money in the Bank durchgesetzt, schlägt er also den NXT Champion Adam Cole damit im Viertelfinale. Samoa Joe hat Ali geschlagen, Ricochet hat Kevin Owens geschlagen, Samoa Joe schlägt dann Ricochet und Samoa Joe schlägt dann hier Adam Cole im Viertelfinale. Damit war das Halbfinale Damian Priest gegen Samoa Joe und dort hat sich natürlich Samoa Joe dann durchgesetzt. Das war dann das Ende von Damian Priest, der echt ein richtig starkes Turnier hatte. Samoa Joe also unser heutiger Finalgegner und das wird sicher kein leichter Gegner werden. Er hat ja auch noch eine Submission als Finisher, also das wird nochmal zusätzlich eine Herausforderung. Und ja, 5-Sterne-Match wieder die Voraussetzung. Das heißt, wir dürfen erst den entscheidenden Pin machen, wenn wir die 5 Sterne erreicht haben, und damit haben wir uns das Turnier nochmal angeschaut und wir starten rein mit dem großen King of the Ring Finale. Finn Balor gegen Samoa Joe, let's go! Und als erstes betritt hier auch Finn Balor die Arena. Mit ihm werden wir das Ganze, wie gesagt, spielen. Wir haben schon zweimal mit ihm in diesem Turnier gespielt, gegen Drew McIntyre und gegen Johnny Gargano. Beides Mal natürlich gewonnen, sonst wäre er hier nicht am Start. Das wird sicher nicht leicht werden, auch wenn Finn Balor ein richtig starker ist. Wie gesagt, ich habe schon angesprochen, Samoa Joe hat halt die Submission als Finisher und das wird deshalb umso schwerer werden, da nochmal rauszukommen. Dann, ich weiß nicht, ob Finn Balor die Fähigkeit hat, hier aus der Submission dann nochmal zu entkommen. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und ja, das weiß ich jetzt nicht. Das werden wir gleich sehen. Und ja, wir holen uns jetzt den Gegner Samoa Joe. Und da kommt er auch schon. Mit ihm haben wir tatsächlich auch zwei Matches gespielt gegen Adam Cole. Das war bisher das zweitbeste Match in diesem Turnier, würde ich mal sagen. Und dann haben wir natürlich noch das Halbfinale gegen Damian Priest gespielt. Auch natürlich beide gewonnen, ist klar. Die Coquina Clutch natürlich als Finisher. Das wird, denke ich, ja, der entscheidende Moment sein, ob wir die kontern können oder nicht, weil wenn wir die bekommen, dann wird es wahrscheinlich echt richtig schwierig werden. Ich würde sagen, wir starten jetzt rein in dieses Finale. Let's go, das letzte Match im King of the Ring Finale, das große Finale. Finn Balor gegen Samoa Joe und wir sehen hier unten, wir haben nicht die Fähigkeit auszukicken. Unsere Fähigkeit ist es hier noch einen zusätzlichen Finisher zu bekommen, ist auch nicht schlecht. Und Samoa Joe hat aber auch nicht die Fähigkeit aus dem Pin zu entkommen, also zumindest das ist hier ausgeglichen und wir konzentrieren uns hier einfach auf das Match. 5 Sterne die Voraussetzung. Let's go. Und bisher haben wir hier auf jeden Fall deutlich den besseren Start erwischt. Sind schon bei 90%, haben auf jeden Fall noch viel besseres Leben. Aber das heißt natürlich noch gar nichts, weil das Match wird natürlich noch ein Stück dauern bis zu den 5 Sternen. Aber zumindest mal der erste Signature ist gleich am Start. Den werden wir dann direkt gleich machen. Wir werden auch natürlich ein, zwei OMG-Moments wahrscheinlich machen. Ich denke mal, der erste wird dann direkt durch den Tisch gehen. Let's go. Erster Signature und der geht auch direkt durch. Das ist schon mal wichtig. Jawohl, die 2,5 Sterne gleich am Starten. Da würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt raus
Und schau mal, ob wir hier gleich den OMG-Moment durch den Tisch machen können. So, und das sieht hier eigentlich schon mal gut aus. Gegen den Tisch Energie haben wir. Und da gibt es direkt hier am Start den OMG-Moment. Das ging hier echt schnell und der geht auch direkt durch. Also Samoa Joe hat echt schon richtig wenig Leben. Aber wir dürfen ihn natürlich noch lange nicht pinnen. Dafür brauchen wir die 5 Sterne. Und wir sehen auch, Samoa Joe hat tatsächlich schon 2 Finisher. Das liegt wohl daran, dass er seine Fähigkeit genutzt hat, die wir dann auch früher oder später wahrscheinlich bekommen werden. Aber schon mal ein richtig guter Start hier. Und wir sind schon bei 3,5 Sternen. Das ist auch nicht schlecht. Jawohl, und hier direkt einen Finisher gekontert. Auch wichtig. Direkt die Coquina Clutch hier gekontert. Weil ich habe es schon gesagt, ich habe es jetzt echt schon öfter gesagt sogar, dass es da echt extrem ist, da nochmal rauszukommen. Also extrem schwer ist. Und da gibt es direkt den nächsten Signature. Leider haben wir da zu lange gebraucht. Der hat noch immer einen Finisher. Können wir direkt den vielleicht auch noch kontern? Das ist wohl die Coquina Clutch. Da müssen wir aber normalerweise noch locker rauskommen. Da haben wir noch zu viel Leben eigentlich. Jawohl, das geht sich natürlich noch locker aus. Aber wir sehen schon mal unser Leben. Es wird halt umso schwerer. Umso weniger Leben wir haben. Pin-Versuch, den breche ich ab. Wir dürfen natürlich noch nicht gewinnen. Dafür gibt es direkt den nächsten Signature. Jawohl, und der geht schon wieder durch. Also wir könnten Samoa Joe wahrscheinlich sogar schon pinnen, so wenig Leben wie er hat. Aber die 5 Sterne müssen wir halt erreichen. Und das wird echt schwer werden, ohne dass wir da nochmal in die Coquina Clutch kommen. Wir gehen Top Rope und machen hier den ersten Coup de Gras, würde ich mal sagen. Let's go. Coup de Gras Nummer 1. Und der geht durch. Bisher kann er hier echt nichts kontern. Gleich die 4 Sterne voll. So, wir holen uns hier unten den zusätzlichen Finisher. Haben jetzt sogar 2 Finisher hier. Also man bekommt sogar 2 Finisher dazu. Das ist auch nicht schlecht. Aber wir haben nur einen Konterbalken. Da kontern wir. Jawohl, wichtig. Da werfen wir Samoa Joe jetzt nach draußen. Und da gibt es... Da kann er kontern. Das gibt's nicht. Wir haben keinen Konterbalken. Und Joe hat Signature. Wenn wir uns hier rausrollen... Das gibt's doch nicht. Wir können uns nicht rausrollen. Konterbalken wäre jetzt am Start. Und das ist der Konter, aber das war nicht sein Signature. Finisher, egal. 1916 hier im Ring, der erste. Und der geht durch. 4,5 Sterne gleich am Start. Das geht echt schnell mit der Sternebewertung. Also es könnte ein richtig schnelles Finale hier werden, wenn man das vergleicht mit den anderen Finalmatches. Wir werfen hier Samoa Joe raus und machen... Hier vielleicht einen OMG-Moment. Jawohl, da gibt es den nächsten OMG-Moment. Nummer 2. Es ist der DDT, so wie es aussieht. Hier am Apron. Jawohl, und der geht durch. Er hat wirklich schon so wenig Leben. Wenn wir jetzt wahrscheinlich die Coquina Clutch bekommen, dann wird es wohl schon schwierig. Jetzt habe ich mein Comeback gestartet. Jetzt sollten wir kontern, damit wir das auch noch nutzen können. Jawohl, das ist der Konter. Und jetzt das Comeback hier. Jawohl, und das Comeback geht durch. Wichtig. Damit sind wir jetzt schon bei 4,5 Sternen. Wird es hier echt ein richtig schnelles und dominantes Finale. Joe hat keinen Signature mehr. Ich weiß gar nicht, ob wir den gekontert haben. Signature hier in der Ecke. Und das könnte tatsächlich schon für die 5 Sterne reichen, wenn dann der Coup de Gras durchgeht. Let's go. In die Ecke hier und dann gehen wir Top Rope. Reicht das für die 5 Sterne? Was wäre das für ein dominantes Finale? Der Finisher. Coup de Gras, reicht das? Es reicht nicht für die 5 Sterne, das gibt's nicht. Und das könnte jetzt echt mal ein entscheidender Moment sein. Gewinnen wir deswegen vielleicht doch nicht. Joe hat gleich Signature und stellt euch vor, der geht jetzt durch dann von ihm, der Signature, und dann hat er Finisher und dann verlieren wir das noch. Aber ich will daran jetzt eigentlich nicht denken. Es sind nur noch ein paar verschiedene Moves, 5 Sterne sind am Start und jetzt brauchen wir nur noch unsere Signature. Und dann können wir das Ganze beenden und da kann er kontern, er hat Signature. Wir müssen den Signature kontern. Wir haben echt schon richtig wenig Leben. Kontern wir den Signature, dann gewinnen wir das Ganze wahrscheinlich. Und wir haben ihn gekontert. Wir brauchen jetzt nur noch genug Energie. Jawohl, der Move geht durch. Und jetzt brauchen wir nur noch die Energie. Und dann war es das eigentlich. Let's go. In die Ecke mit ihm. Einfach nochmal hier den Signature gekontert. In die Ecke mit Joe. Und da gibt es jetzt direkt den Signature aus der Ecke. Dann gibt es einen coolen Ground. Den darf er dann nur nicht kontern. Und was wäre das dann hier für ein schnelles und dominantes Finale? So, und da gehen wir Top Rope. Ist das hier der finale Move in diesem Turnier? Energie aufladen, Coup de Gras Nummer 3. Und der geht durch, der Pin hinterher. 5 Sterne am Start, das muss es doch eigentlich sein. 1, 2, 3. Und Finn Balor gewinnt hier dieses King of the Ring Turnier. Völlig verdient, wirklich. Was für ein dominantes Finale hier von uns. Joe kam dann wirklich ja nur zu einer Coquina Clutch. Da hatten wir aber noch genug Leben. Deshalb sind wir da locker rausgekommen.
Ich habe mich echt richtig konzentriert hier auf dieses Match und wollte auf jeden Fall hier die zweite Coquina-Klatsch verhindern. Und das ist uns tatsächlich gelungen, haben nochmal hier den Signature gekontert. Der OMG-Moment durch den Tisch, der OMG-Moment auf dem Apron, der DDT. Und dann hier 3-4 Finisher, 3-4 Signature und dann ein dominantes Finale hier richtig schnell. Es war zwar wahrscheinlich für euch nicht ultra spannend oder so, aber es hat irgendwie echt Spaß gemacht und dann, ja, war das doch nochmal ein schöner Abschluss, finde ich hier. Und vor allem bin ich froh, dass Finn Balor das Ganze gewonnen hat und damit, ja, habe ich schon mal eine gute Idee, wie das Ganze jetzt mit ihm weitergehen wird, denn er hat sich natürlich jetzt ein, ja, Titelmatch verdient. Und ja, ich sage mal so, der Demon King wird bald kommen hier im Universe-Modus, nachdem er jetzt offiziell, ja, King of the Ring ist, wird der Demon King auf jeden Fall bald am Start sein hier beim nächsten Titelmatch dann wahrscheinlich. Mal schauen, gegen wen er dort dann antreten wird. Und jetzt würde ich sagen, ja, beenden wir dieses King of the Ring-Turnier viel schneller als erwartet. Dauerte hier einfach nur halb so lang wie das Tag Team-Finale, aber war trotzdem ein nices Match, würde ich mal sagen. Ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Gerne nochmal euer Fazit hier zum Gesamtturnier da lassen. Und dann gibt es in genau einer Woche die nächste WWE-Folge, und zwar der Draft steht dann an. In der kommenden Woche gibt es natürlich dafür jetzt dann zwei FIFA-Folgen in, ja, Folge, also hintereinander. Und ja, wir beenden das Ganze hier. War ein nices Finale. Das war's von hier. Und damit bis zum nächsten Mal. Wieder schauen und reingehauen.